Feuer auf Zart, hat sie mich. Yes. Feuer auf Zart. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sogar stärker werden müssen mit einem Schiff, aber weil wir ja noch keine Templer sind, lass ich es lieber noch mit den ganzen Upgrades, also nicht, dass es dann unnötig ist oder so. Jetzt, Edel, wenn ihr nicht gewusst habt, was ein Rogue passiert oder sonst irgendwas, sorry, aber es wird im Trailer und so ja alles schon angeteasert und so, du bist. Wie soll ich schon schreien, Captain, du bist am Ruder, yay! Und ist das nice. Da fühlt man sich gleich top motiviert. So. Ist das. Ja, das siehst du sogar noch. Ja, dann müssen wir gleich nach links. Alles klar. Wir müssen schauen, dass wir noch nicht da irgendwie von denen Meier gehen oder irgendwie was Falsches machen. Oh. Kann ich da gleich mit denen da, oder? Schaut so. Oh, so, dann. Ja, voll. Voll. Wenn sie jetzt zu mir dann noch eine kommen, dann passt. Da bleib nicht stehen oder so. Die tun mich nur umkreisen. Alles klar, na dann. Schönen Tag noch, Jungs und Mädels. Da haben wir wieder ein neues Öhrchen gefunden und sehen, was da mal dran. Perfekt. Aber unser nächstes Ziel ist das hier. Wieder eine neue Ortschaft und so alles drum und dran. Kriegt man das noch? Yes. So. Ja, es geht ja auch noch. Es geht ja auch noch. Und wieder das brennende Boot. Was ist damit wohl auf sich hat? Vielleicht kann man da andocken und dann noch die Sache retten oder irgendwem retten. Kann auch gut möglich sein. Aber ich glaube nicht, dass man da so plündern kann oder sonst irgendwas. Ich glaube, das hätte man vielleicht noch ein bisschen rammen können, dann kriegt man da vielleicht noch irgendwas so zusammen oder so. Also das kann ich mir so drunter vorstellen. Alles, dankeschön. Und das nächste Örtchen. Es geht einfach nur vom Ort zu Ort eigentlich die ganze Zeit. So. Langsamer, andocken Jungs, andocken, ihr wisst eh wie das geht. So. Welches Plätzchen haben wir denn diesmal erreicht? Sleepy Hollow. Ah, das sagt mir schon ein bisschen mehr. Aha, das sind schon wieder unsere, die machen wir eh nix. Das ist eh gut. Sind sogar zwei Parteien dabei am Start. Erinnert mich hier jetzt ein bisschen mehr an Assassin's Creed 3. Da gab es ja auch zwei Parteien. Oh, wieder die junge Maid. Na dann zieht wieder die nächste Mission auf uns. Alles klar. Ihr seid spät. Es braucht sich was zusammen. Ja, das sehe ich genauso. Ja, es wird dunkel. Und es kann vielleicht regnen oder irgendwas. Ich heiße Shay und das ist meine Gefährtin Hope. William Johnson bat uns, euch das zu geben. Ah. Danke, aber ich fürchte, ich muss das Experiment verschieben. Verschieben? Warum? Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gutheißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu Diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschungen am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Also das schaut eher aus wie so eine selbstgemachte Bombe. Also was haben wir denn da überhaupt vor? Also nicht entdecken lassen, schon wieder mal. Alles klar. Na dann würde ich mal die Bäume wieder empfehlen. Die Bäume helfen immer. So. Schauen wir, dass wir da gleich oben bleiben. Yes. Ist das sogar einer oben bei den Dächern oder so? So. Ne, ich sehe keiner. Da. Perfekt. Beschlagnahmte Waren. Beschatten. Alles klar.
Nur nicht entdecken lassen und beschatten. Da könnte vielleicht nach rechts gehen, deshalb haue ich mich jetzt aufs andere Dach rüber. Und es ist Nebel und Regen. Das ist geil. Geil gemacht, geil gemacht. Hat man eigentlich selten bei Assassin's Creed. Richtig cool gemacht. Also, ja, taugt man wirklich sehr. Also, richtig nice. Regen und so. Bombe. Wie gesagt. Ja, musste ja nach rechts gehen. Besser wäre, wenn wir oben bleiben. Aber eher, dass er ein bisschen weiter vorne ist. Dass der weitergeht. Weil ich weiß jetzt schon. Passt. Dass da irgendwas kommen wieder sonst irgendwas, wenn der uns der jetzt uns gesehen hätte sonst irgendwie. Da. Nein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Ja, perfekt. Und ja, vier. So, passt. Hammer, 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 hammer. Hey, lass mich in Ruhe, geschießen, lass mich in Ruhe. Bisschen schauen, dass wir da rüberkommen. Und. So. Das kann er doch nicht sehen, oder? Mist. Mist, 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 Mist. So, jetzt müssen wir in den Feldern rein. Müssen schauen, dass wir in die Felder reinkommen, weil sonst ist er weg. Oder na, brauchen wir ja gar nicht. Okay, passt. Die Blitzerplatte erbeuten. Alles klar. Trotzdem. Die Nebenquest haben wir sicher noch nicht. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Na, das wäre dann wieder zu nah an dem. So, geht sich alles wunderschön aus. Geht sich alles wunderschön aus. Perfekt, perfekt, perfekt. Gehen wir ein bisschen so rundherum. Genau, bei der Map und so, dass uns da ja keiner sehen kann. Und haben uns dann in den Busch an, falls irgendjemand in der Nähe ist. Es ist sowieso einer in der Nähe. Sieht man eh schon. Frage ist nur. Wo ist der? Der ist draußen, alles klar. Kann man das eigentlich noch? Nee, kann man nicht mehr. Alles klar. So, wo ist der jetzt genau? Ui, okay. Ja, dann zeig dich halt nicht her. Kein Wichser. Zack. Abgestochen. So. Müssen wir nur schauen, dass wir... Ja, passt. So, jetzt. Nehmen wir sie das schnell. Beuten. Perfekt. Und wieder rauf ins Gebäude. Halt. Auf, nicht auf, nicht auf, nicht auf. Wieder rundherum. Nicht entdecken lassen. Haben wir auch erledigt. Perfekt. Falls wir dann hoffentlich nicht entdeckt werden weiterhin. Also ich würde schauen, dass wir weiter nicht entdeckt werden, weil es kann ja sein, dass es vielleicht dann weiter noch zählt und dass ich mir den Fickten. Oh, mit dem Sturm und so alles. Das ist ein richtig cooles Feeling und so. So. So, zack. Wunderschön mehr gemacht. Umme mit uns. Perfekt, 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 perfekt. So. Ja, runter können wir dann nicht mit dem. Aber dafür können wir, wenn wir da rüber gehen, kommen wir dann sanft da runter. Erst einmal ganz kurz plündern. Yes. Yes, 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 yes. Und um mit uns. Yay. Und keiner hat uns gesehen. Wir können eigentlich... Könnten wir nicht normal spazieren. Ah, jetzt können wir normal spazieren, genau. Jetzt ist der rote Bereich ein bisschen eingegrenzt und so alles drum und dran. Da passt es dann schon. Da können wir dann schon wieder tun, was wir wollen. Können wir schon wieder in die Ecken hingehen und wichsen. In die Decken. Bis 10.
sei Dank! Schnell! Helft mir mit den Stangen! Ich hoffe, das passiert öfters der Regen, als wie jetzt nur in der Sequenz. Ist schon eine coole Sache. Ich würde sagen, Heureka, oder? Wo ist das? Portugal! Lissabon, da bin ich mir sicher. Macht euch hinfort, Shay. Die Miliz trifft jede Minute ein. Sie werden Fragen stellen. Was ist mit euch? Ich bin bloß eine Hausfrau. Richtig. Ach, geht's dann zu den Zielen hin? Das wäre ja urgeil. Hey, nicht schwimmen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Passt, haben wir auch geschafft. Yes. So, mein Ziel ist, ich werde heute wahrscheinlich bis zur nächsten Sequenz spielen. Weil ich muss ja dann wahrscheinlich wieder... Ich glaube, ich muss zwei weitere Sequenzen dann noch hinter mir bringen. Weil ich muss schauen, dass ich die Folgen vom Urlaub noch fertig kriege. Weil wenn ich fünf Tage weg bin, ihr vermisst mich ja alle. Das geht ja gar nicht. Weil das jetzt so ausgeschaut hat, wie wäre das so ein bisschen Matsch und so alles drum und dran. Sumpf. Ist es noch bei dem oder? Nee, das.